Die DRV news vom 29. November 2024. Mokromafia: Mafia, Lügenkampagne der CDU enttarnt. CSC-News. Mit freundlicher Unterstützung von Seeds24, Hawaii Medical und Dirk Store Shop. Bisher dachte man, die Gewalt kommt aus den Niederlanden zu uns. Heute ist klar, diese Drogenwande ist made in NRW. Sie haben es in der Verantwortung des Innenministeriums nicht in den Griff bekommen, diese Clans in den Griff zu bekommen. Das sind doch Ihre Clans. Herzlich willkommen bei den DHV News. Eine kleine Vorbemerkung in eigener, in, in eigener Sache. Am Sonntag, am 1.12. geht unsere jährliche Spendenaktion wieder los. Wie immer vom 1.12. bis zum 15.01. könnt ihr auf handverband.de auch verfolgen. Also ab Montag werden wir zum ersten Mal aktualisieren und dann täglich den Spendeneingang in unserem Spendenbarometer. Ziel ist wie immer äh, das, der Spendeneingang des letzten Jahres und zwar riesig viel hohe Latte. Ja, also da bin ich gespannt, aber jedenfalls geht es los am Sonntag. Da wird ja auch nochmal ein Aufrufvideo online gehen und ein Text auf handverband.de. Also stay tuned für Sonntag. Ja, Gleich mal am Anfang irgendwie ordentlich die Latte hochlegen. So, jetzt aber zum Thema des Tages. Wir haben eigentlich nur zwei Themen hier, abgesehen von Ortsgruppen und Terminen. Und das eine ist das große Thema. Wir haben es endlich geschafft. Oder was heißt wir? Es ist endlich passiert. Reuls, Lüge ist aufgeflogen. es hat nichts mit der MokroMafia zu tun, dass in NRW irgendwelche Bomben hochgegangen sind. Und ähm, ja also die, das ganze Lügengebäude der CDU fällt jetzt endlich in sich zusammen. Wenn man das noch mal nachvollzieht, ja, das ist ja wirklich ähm, eine Kampagne, die sich schon ewig hinzieht, Immer dieses Argument, diese Behauptung, erstmal der Schwarzmarkt würde vom Cannabisgesetz profitieren, es würde mehr Umsatz gemacht werden und die würden irgendwie mehr Gewinne machen und deswegen würden sämtliche ausländischen Mafia-Leute irgendwie nach Deutschland strömen und uns mit Gras überschwemmen, weil auf einmal die Nachfrage so groß ist. Ja, total Fantasy-mäßig alles. Ähm, die Sache mit der hohen Nachfrage und dem, dem profitieren der äh, Kriminalität. Ähm, ist ja schon eigentlich enttarnt gewesen, aber eben bisher relativ undercover. Ja, abgesehen davon, dass nie dafür irgendwelche Belege vorgelegt worden sind von denen und immer ignoriert worden ist, dass wir mehrere to Tonnen medizinisches Cannabis mehr importieren seit Beginn des Cannabisgesetzes und dass die Leute den Eigenanbau geerntet haben mittlerweile, die erste Runde, den ersten legalen und das deutlich zugenommen hat. Wird alles ignoriert, es wird immer behauptet, der Markt wäre größer geworden und die, der Schwarzmarkt würde profitieren. Und zwar von Polizeigewerkschaftsvertretern, von allen Polizeigewerkschaften, von der DPG, von der GdP, vom Bund Deutscher Kriminalbeamter BDK. Da rufe ich nochmal alle Mitglieder dieser Organisation auf, beschwert euch bei denen. Ja, das ist komplett gelogen, das ist einfach aus der Tasche gezogen, irgendwie aus, aus der hohen Hand, aus der Luft gegriffen, wie auch immer. Es gibt keine Evidenz dafür, dass die Nachfrage gestiegen ist auf dem Schwarzmarkt und da irgendwer mehr verdient, ähm, und der Professor Haukapp, Ökonomieprofessor Ökonomie aus Düsseldorf, hat mal nachgefragt beim Innenministerium, nachdem im Minister Reul, CDU, NRW immer wieder damit rumgelaufen ist, von wegen der Schwarzmarkt profitiert, hat man beim Innenministerium nachgefragt: Habt ihr da Evidenz für? Habt ihr Zahlen? Habt ihr Zahlen dafür, dass der Konsum zugenommen hat, dass es mehr Konsumenten gibt? Habt ihr Zahlen, dass die Kriminalität gestiegen ist? Gibt es mehr Fälle? Irgendwas? Nö, haben sie nicht. Ja, also die haben im Prinzip schon längst irgendwie ihren Chef da. Haben ihm da den Boden unter den Füßen weggezogen. Aber egal, ja, da hat ja keiner mitgekriegt. Also machen wir weiter. Bis zu einer Aktuellen Stunde im Bundestag, wo die CDU ja als einzigen Tagesordnungspunkt letztens nach Scheitern der Ampel alles abgeräumt von der Tagesordnung, aber da Aktuelle Stunde über Cannabisgesetz müssen wir nochmal reden. Unbedingt abschaffen, weil die Mafia profitiert von dem Gesetz. Bisschen dazu, dass auch Meinungsumfragen davon beeinflusst werden. Die Leute glauben, oh, war doch keine gute Idee mit dem Cannabisgesetz, weil jetzt gibt es Bomben in NRW deswegen oder so, ja. Komplettes Lügengerüst, vollkommen erfundene Story irgendwie. Und ähm, Medien plappern das halt einfach nach, ohne mal zu hinterfragen, weil jetzt sind ja Polizeivertreter, das ist ja ein Minister, die lügen doch nicht. Doch, die lügen, ja. Also offensichtlich lügen die. Ähm, und neben dieser Frage, die Haukapp ja schon im Innenministerium entlockt hat, dass es gar keine Zahlen dazu gibt, dass der Schwarzmarkt profitiert, kommt ja dazu noch diese Frage mit der Mokromafia, dass dieses irgendwie holländisches Netzwerk von irgendwie Kriminellen da äh, jetzt besonders zunehmend in NRW tätig wäre. Und dazu gibt es jetzt endlich nochmal klare Statements ähm, und Medienberichte eben auch mit Bewegbildern, Fernsehen, ja, die sagen, ist nicht. Erster Ausschnitt. Dieses Ermittlungsergebnis, das kommt ganz schön überraschend. Nicht die sogenannte Mokro-Mafia aus den Niederlanden steckt hinter der Serie von Explosionen in Köln und Umgebung. Das war ja lange vermutet worden. Eine lokale Drogenbande soll da gerade einen Streit austragen. Ja, klare Sache, ja, aber niemand sagt jetzt irgendwie, Reul hat das ständig behauptet die ganze Zeit oder so, ne? sondern es wurde ja angenommen, ja, irgendwie als wer hat jetzt... Wäre ja, das ein allgemeines Gerücht gewesen aus der Bevölkerung oder so, ja, dass jetzt da Mokromafia zugang ist. Nee, der Innenminister hat das erzählt, ja? äh, Hier nochmal ein Statement vom Staatsanwalt selbst dazu. Im Moment haben wir keine durchgreifenden Belege dafür, wie es eben auch leider in den Medien teilweise kolportiert wird, dass sich niederländische Drogenmafia hier breit machen würde. Im Moment gehen wir eher davon aus, dass wir es hier mit einer Gruppierung zu tun hat, die in Köln ansässig ist. Ja, auch der sagt, es wurde in den Medien kolportiert. Ja, Wer soll denn kolportieren? Der Chef, der Innenminister hat das kolportiert. Wobei, gut, Chef vom äh, Staatsanwalt ist eher in der Justizminister und nicht der Innenminister. Aber ja, traue das ja auch nicht zu sagen. Ja, So also wurde leider kolportiert. Ja, das ist äh, ein, ein ziemlich harter Tritt gegen das Schienenbein von Reul. Äh, und noch zu Recht, ja, der hat das im Prinzip einfach behauptet, äh, und der Staatsanwalt hat sich wahrscheinlich auch in Köln gefragt: Ja, was der denn? Ja, wir haben ja eine Kölner-Gang irgendwie, die sich da schreiten und die sich gegenseitig irgendwie bomben. Aber irgendwelche. Die Händler aus den Niederlanden sind ja gar nicht aufgeschlagen. Gut, die Ware kam aus den Niederlanden, die hatten die da bestellt. Und wohl auch die Täter, die dann beauftragt wurden. Da waren Auftragsbombenleger sozusagen wohl da unterwegs. Und die wurden wohl tatsächlich in den Niederlanden angeheuert. Aber dieser ganze Drogenhandel, der da stattgefunden hat und die allen der Streit, der da stattgefunden hat, der hat mit Mokro Mafia überhaupt nichts zu tun gehabt, wie wir jetzt nochmal höchst offiziell gehört haben vom Staatsanwalt. Und das ist einfach Humbug. Ja? Und ich hoffe, dass jetzt damit dieser Hokuspokus vorbei ist und wirklich Medien das endlich gerafft haben, ja? dass sie das nicht glauben können einfach, was die da erzählen. Aber wir brauchen auch euch da ein bisschen. Ja? Es wird auch immer gesagt, ihr müsst was dagegen tun, gegen diese Fake News. Und tun wir auch. Jetzt tue ich gerade was dagegen. Ja? Aber wir können das auch nicht alleine, weil Pressemitteilungen von uns werden jetzt da auch nicht immer irgendwie gerne aufgenommen. Ja? Und außerdem... Wie gesagt, wenn der Innenminister das sagt, muss es ja stimmen. Ähm, wir versuchen so viel wie möglich dagegen zu halten, aber es ist natürlich toll, wenn ihr auch alle darauf achtet, ja, wenn noch jetzt weitere Medien immer noch damit ankommen, von wegen der Schwarzmarkt profitiert und gibt jetzt Mokromafia deswegen, dass ihr das kommentiert. Ja. Schreibt einfach darunter, Blödsinn. Ja, ich ich, ich packe die Quellen hier wieder in die Videobeschreibung, könnt ihr die Links einfach nehmen, wo, wo einfach der Staatsanwalt sagt, nichts Mokromafia, ja, wir haben ein Kölner Problem hier und kein, kein Holland-Problem. Äh, postet das immer noch da drunter, wenn das wieder kommt, bei CDU-Politikern die das immer noch behaupten äh, und bei Medien die immer noch behaupten, ja, je mehr Leute da mitmachen, desto besser, desto eher kriegen wir diesen Quatsch aus der Welt ähm, und kriegen das auch vielleicht wieder aus den Köpfen raus. Aber man muss eben sagen, tatsächlich, ja, also ist äh, wirklich, da weiß man nicht mehr so recht, wie man mit umgehen soll, wenn jetzt auch in Deutschland so Politik nur noch auf Lügen baut, ja, und einfach nur darauf ankommt welche Story die Leute am ehesten glauben, ja, und welche am meisten Aufregungspotenzial hat oder so, ja, das ist genau so eine Geschichte hier. Wir finden einfach irgendwas, wo sich die Leute über aufregen, wo die Leute Angst kriegen, ja, Angstmacherei und dann, äh, ja, von Leuten, die sowieso immer gegen Legalisierung waren, gegen das Cannabisgesetz, die vorher auch schon immer schon dagegen waren und die einfach jetzt auf dem Film weiterbleiben, ja, und dann irgendwas erfinden, wieso das jetzt schlecht war. Unglaublich, ja, also es sind Rolls-Gangster, ja, und nicht Mokro-Gangster. Alle sagen, Cannabis ist legal, aber du kannst es nirgendwo kaufen? Keine halben Sachen. Cannabiskonsumenten werden immer noch diskriminiert. Wir kämpfen für einen sicheren Zugang zu Cannabis in Fachgeschäften, praktikable Regeln für Eigenanbau und Anbauclubs sowie bessere Bedingungen bei Cannabis als Medizin. Unterstütze unsere Arbeit mit einer Spende oder Mitgliedschaft. Schon ab 5 Euro im Monat. Man muss die Pflanze gießen, damit sie wächst. Deutscher Handverband. Deine Stimme für echte Legalisierung. Jetzt noch ein paar Kleinigkeiten zu den CSCs. Es gibt ein paar Neuigkeiten, die erzähle ich einfach mal so auf. Jetzt hier NRW insbesondere sind zwei Nachrichten. Einerseits in Bielefeld wurde jetzt beim CSC das erste Gras ausgeteilt. Ernte ist da, ja, recht schnell, weil die jetzt nicht gerade der zweite Club waren, der genehmigt worden ist. Da waren ja die ersten mal ja alle aus Niedersachsen im Prinzip, wo glaube ich erst einer ausgeteilt hat. Und es gibt auch eine weitere Lizenz in NRW, nämlich beim CSC Dortmund. Da in Dortmund ist jetzt auch der erste, der heißt glaube ich auch CSC Dortmund, habe ich jedenfalls so verstanden. Also da geht es weiter vorwärts. Nicht so vorwärts geht es dann allerdings in Hessen nach wie vor. Hessen gehört zu den Bundesländern, wo noch gar kein Anbauverein genehmigt worden ist. Und da wird jetzt geklagt wohl. Ja, der, der Artikel dazu ist ein bisschen merkwürdig. Ja, der hat irgendwie so ver verquickt mit Bayern zusammen auch, da komme ich jetzt da noch zu. Aber scheinbar gibt es da eben jetzt auch so einen Eilantrag, Untätigkeitsklage und so weiter, ja, weil da eben seit einem halben Jahr, bald einem halben Jahr nichts passiert. Und eben jetzt noch nach Bayern geschaut, ähm, da gibt es tatsächlich jetzt zum ersten Mal einen Bescheid, einen Ablehnungsbescheid natürlich, gegen den CSC Minga in München. Die hatten wohl auch schon Theater gemacht, ja, von wegen ähm, Antrag und ähm, Untätigkeit und so weiter. Und dann haben sie einen Ablehnungsbescheid gekriegt, ja, weil scheinbar ja, ja sind sie immer naheliegender, dass Bayern einfach stur jeden CSC verhindern will, dass da eine Verhinderungsbehörde am, am Start ist. Das, hat, das haben die auch immer wieder angekündigt, maximal restriktive Auslegungen. Ja, Wir wollen das so weit wie möglich verhindern. Jetzt spekulieren sie vielleicht auch noch auf die Bundestagswahl und dass am ersten Tag nach der Wahl das ganze Gesetz sowieso zurückgenommen wird und bis dahin soll gefälligst keinen einzigen Anbauclub in Bayern geben, der eine Genehmigung kriegt. So hört sich das an und so hört sich auch die Ablehnung an weil die total an Hahn herbeigezogen ist. Das ist wirklich, kleinkariert das geht das gar nicht mehr, muss man wirklich so sagen. Es geht um irgendwelche Passagen in der Satzung, wie Schwerstabhängige trotzdem irgendwie am Vereinsleben und an der Arbeit ähm, teilnehmen können. Na, in der, Im Gesetz steht ja, dass alle irgendwie beim Anbau mitmachen sollen. Und jetzt eben die Frage ist, wie ist das bei äh, ähm, behindern? Die, die gar nicht mehr mitmachen können, ja, weil sie was weiß ich, mit dem Rollstuhl nicht da reinfahren können in den go raum oder irgend so was. Und wie die trotzdem mitmachen können. Ne? Da haben die ein Konzept, zum Beispiel Social Media oder eben auch beim Verpacken, zum Beispiel Einpacken und Abwiegen von Cannabis. Und das Problem ist, dass sie da in der Satzung drinstehen haben, das wäre eine administrative Tätigkeit. Das ist aber... Rein gesetzmäßig ist das Teil des Anbaus, dieses Abwiegen und Einpacken. Insofern machen die das sogar richtig, dass die sogar die Behinderten letztendlich am Produktionsprozess teilnehmen lassen, ja, wie gesetzlich vorgeschrieben ist. Und die Ablehnung wird jetzt darauf begründet, dass die das aber nicht als Teil des ähm, Anbaus, sondern als Teil der administrativen Aufgaben bezeichnet haben und damit aber nicht genug Wissen über das Gesetz irgendwie haben, die Betreiber da, und dadurch durch die Zuverlässigkeitsprüfung für, die, für den Vorstand irgendwie nicht. Erfüllen, ja? weil sie irgendwie das als administrative Tätigkeit definiert haben in der Satzung, das Einpacken und Abwiegen anstatt zum Anbau. Ja? Obwohl sie ja sogar damit sogar die Schwerabhängigen, äh, schwer äh, am Anbau direkt selber beteiligen. Durch Einpacken und Abwiegen, was gehört zum Anbau? Ja? Aber sie haben gesagt, administrativ, also nicht zuverlässig, weil ihr kennt das Gesetz. Also Ihr merkt schon, ja? kein geht das wirklich nicht. Ja? Kann man sich jetzt sogar streiten, ob das eine korrekte Ablehnung ist, rein rechtlich gesehen oder nicht. Oder ob die die hätten ja auch einfach denen sagen können, Leute, schreibt das so und so in die und dann passt das. Ja, dann ist das gut. Dann sagt einfach, einpacken und abwiegen ist Teil des Produktionsprozesses und alles ist fein. Aber nein, ihr kennt das Gesetz nicht gut genug, deswegen wird abgelehnt. Also ist wirklich unterirdisch, ja, Bayern. Mal sehen, ich hoffe mal, die klagen dagegen, mal gucken, ob da rauskommt. Aber ist auf jeden Fall, ist das politisch gesehen, zeigt sich immer mehr Bayern. Doppeltiert das Ganze, ja, die, die ähm, wollen nicht. So, Ortsgruppenfunk sind wir nochmal in Bayern unterwegs und zwar Ortsgruppen Regensburg und München waren beim Vortrags- und Diskussionsveranstaltung in Kehlheim gemeinsam und haben da eben also sich die Referentin angehört, Chefärztin von Kinder- und Jugendpsychiatrie, ja, da kriegt man schon irgendwie Angst, hat die wieder irgendwie, was weiß ich, was für Dramen an die Wand malen. Mitarbeit der Servicestelle Suchtprävention der Regierung in Niederbayern klingt auch jetzt ganz schön bedrohlich und äh, Caritas Fachambulanzberaterin. Aber tatsächlich, ja, so schlimm war es gar nicht. Ne? Ähm, auch wenn die mal hier und da Thomasius zitiert haben, sind sie am Ende doch zu dem Ergebnis gekommen, dass das schon in die richtige Richtung ging mit der Entkriminalisierung ja, und dass das alternativlos ist und weiter so eben keine vernünftige Option gewesen wäre. Soweit so gut, ja, eigentlich dann doch wiederum gar nicht so schlecht, das Ganze, was man sich dann da angehört hat. Und ähm, ja, die haben sich dann auch regel an, an der Diskussion beteiligt. Ne? Eine Schulklasse war auch dabei, so kann man eben dann auch noch mal ein bisschen ähm, ja, eine andere Seite, eine andere Sichtweise auf die ganze Sache irgendwie mit reinbringen. Und allein deswegen lohnt es sich schon. Abgesehen davon, hat die auch Infomaterial dabei hatten. Die Ortsgruppe München hat auch eigenes Infomaterial tatsächlich. Und insofern, gelungene Angelegenheit werden sie sicherlich wieder tun. Und wie Termine haben wir vier Stück. Einmal Regensburg, wo wir gerade dabei sind, öffentliches Treffen, 30.11. Und dann sind wir schon im Dezember. Berlin, 30 Jahre Hanfmuseum. Berlins grünster Geburtstag, sagen die am 6.12. Dann zweimal Halle noch: einmal die Kundgebung zum Internationalen Tag der Menschenrechte am 10.12. und am 13.12. der Hanftisch der Ortsgruppe. Das war's fürs erste. Spendet uns kaputt am Sonntag, am 1.12. Guckt auf die Seite, da steht alles dazu. Ihr könnt auch was gewinnen wieder. ja, Auch das steht ja dann auf der Hanfverbandseite. Ähm, ja. Video, Daumen und Glocke und Abo habt ihr wahrscheinlich schon alle gemacht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen gehorsamen Abend.